Der Wein des Monats April 2021. Wir drehen Mitte März. Er kommt aus dem Elsass. Grüß dich, Frank. Hallo Sven, willkommen. Ja, ganz toller Wein. Frauen sollen angeblich diesen Wein unglaublich lieben. Sie werden sogar verrückt für ihn. Ja, das sagt zumindest eine Werbung, die hier der Hersteller macht. Ist denn da was dran? Ja, so wie Frederik das formuliert, die Frauen sind narrisch nach ihm. Sie lieben ihn, weil er gentil ist, das bedeutet ja freundlich oder ist auch das Synonym für Gentleman. Und das ist ein Wein, wie die Frauen ihn lieben, aber die Männer ihn schätzen. Aha. Was ist das für eine Rebsorte? Fangen wir damit mal an. Okay, es ist keine Rebsorte, es ist eine Cuvée. Und zwar ist es der einzige Wein von Hügel, der nicht Rebsortenwein ist. Und es ist eine Cuvée aus den Sorten Riesling und Pinot Blanc, Pinot Gris, Morio Muscat und Gewürztraminer auch. Gewürztraminer, also eine Zusammenstellung, ein Mix, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch gesagt, Cuvée. Sind denn alle Weine von diesem Weingut? Ja, alle anderen sind reinsortig. Nur der hier, der Chantilly, der ist aus 6 verschiedenen Rebsorten gemacht. Silvaner ist noch dabei. Und, ob diese Rebsorten alle von diesem Weingut sind? Ja, natürlich, alle aus eigenem Anbau. Ja, hat zugekauft oder so, nein. Nein. Also wir haben auch ein paar Vertragswinzer und da kaufen sie Trauben zu, aber alle Trauben, die hier im Chantilly sind, sind vom Weingut selbst, von Hügel. Und das ist schon eine betörende Cuvée. Ja, ich bin mal sehr gespannt. Sie perlt leicht oder nee? Nein. Ein trockener Wein. Also muss man immer beim Elsass dazu sagen. Elsass leidet ja momentan so ein bisschen unter dem Erfolg der deutschen Weine. Lange Zeit, wir sind ja hier, drehen im Saarland, war das Saarland eine Bastion für Elsässer Weine. Man hat kaum etwas anderes gekauft an Weißweinen und das Verhältnis zum Elsass war sehr viel besser als zur Pfalz. Und das war eine sichere Bank, die Elsässer Weine. Und das hat sich so in den letzten 20 Jahren gedreht durch den Erfolg der immer besser werdenden deutschen weißen Weine. Ist das Elsass so ein bisschen ins Hintertreffen geraten, gilt auch so ein bisschen verschlafen. Aber es gab schon immer großartige Erzeuger im Elsass und dazu gehört garantiert die Familie Hügel. Ja, die Frage ist natürlich, es könnte ein Marketing-Gag sein, aber du merkst das wirklich. Er kommt gut an bei so kleinen Frauenrunden, ist leicht bekömmlich oder schmeckt unkompliziert oder wie würdest du das beschreiben? Ja, also der ist sehr charmant, dieser Wein. Er ist sehr stimmig, toll balanciert, der hat keine Ecken, der hat keine Kanten, ist mundfüllend, ja, man bekommt auch eine geballte Ladung Aromen mit dem Wein. Er schmeckt einfach gut. Und warum wir ihn jetzt im April zum Wein des Monats gemacht haben, er schmeckt sensationell zu Spargel. Ja. Und jetzt hoffen wir, dass das Wetter langsam wärmer wird, dass dann im April die ersten Spargellieferungen kommen und wir Deutschlands liebstes Gemüse dann auch wieder in Bestform genießen können. Und da braucht es einen milden Wein dazu, einen Wein, der eben nicht viel Säure hat. Und das ist genau dieser Chantilly, der so elegant rüberkommt, der so charmant rüberkommt. Und deswegen passt er genial gut zum Spargel, aber nicht nur zum Spargel, sondern auch zu anderen vegetarischen Gerichten, Pilzgerichte, Kartoffelgerichte. Er passt wunderbar auch zu etwas schärferen Gerichten, also asiatisch gewürzt oder indisch sogar. Und das ist wirklich ein Plus dieses Weines. Er passt sich unglaublich vielen Speisen an, ist super bekömmlich und ja, schmeckt so gut, dass man sich wundert, wie schnell sich Flasche leert. Ja, wir haben noch einen Topseller, der steht hier links unten. Da wollen wir noch mal ganz kurz drauf eingehen, denn es ist ein außergewöhnlich großer Erfolg gewesen, dieser Wein. Jeden Monat machen wir einen anderen Wein des Monats und das war ist der Wein des Monats März. Wir haben jetzt gerade erstmal Mitte März der Live from Stone, einen Sauvignon Blanc aus Südafrika.
Und das ist natürlich schon ein sehr bekannter Wein in Deutschland. Und mit dem spektakulären Preis von 12,50 Euro für den Wein des Monats hat er eingeschlagen wie eine Granate. Man läuft uns hier die Bude ein, trotz Corona. Und wir haben, glaube ich, von keinem Wein des Monats in den ersten 14 Tagen so viel verkauft wie vom Live from Stone. Das sind natürlich alle unsere Videos, klar, ist logisch. Ja, wahrscheinlich, genau, da sind die Videos auch schuld. So, ich hab vielleicht eine Idee. Du hast eine Flasche kaltgestellt, ja, wenn du mal so lieb bist. Ist sie schon hier? Ah ja, klar. Die da, gell? Ja. Temperatur, was hat die jetzt? Machen wir gern. Ja, Kühlschrank kalt, so 6 bis 8 Grad ist eine gute Trinktemperatur. Und das ist ein Wein, ja, der... Ist das auch ein Frühschoppenwein? Kann man den verwenden, mal sonntags? Also ein Frühschoppenwein, so würde ich es vielleicht nicht formulieren, aber es ist ein sehr trinkiger Wein und der schmeckt auch solo auf der Terrasse sehr gut. Den kann man natürlich auch als Aperitif einsetzen, das ist überhaupt kein Problem. Aber es ist ein Gesellschaftswein. Es ist ein Wein, den man in der Gruppe gut genießen kann, in der Gruppe gut trinken kann, weil er einfach auch jedem schmeckt. Ja? Und das ist eigentlich die Stärke der Familie Ugel. Also das ist, muss man sich vorstellen, die sind seit 1639, meine ich, aktiv. Mittlerweile ist die 12. Generation, die gerade den Stab an die 13. Generation mit dem Jean-Frédéric übergibt. Und das ist eine Bastion elsässischer Tradition. Aber Tradition im positiven Sinne. Das heißt, die haben schon immer gute Weine gemacht. Und die haben auch schon immer trockene Weine gemacht. Mhm. Und das ist ja das Problem, dass das Elsass oft hat, dass man an einem Etikett überhaupt nicht erkennen kann, ist es jetzt trocken oder ist es halbtrocken oder ist es restsüß. Aber Ugel-Weine sind per se trocken. Und wenn sie nicht trocken sind, dann sind es entweder Vendange Tardif oder Sélectionné Grenoble. Das sind die allerhöchsten Kategorien, also im Prinzip eine Auslese oder eine Beerenauslese. Und das sind Kategorien, und die auch wiederum durch Ugel initiiert wurden, dass das auch geschützt und reglementiert ist und dass alle Erzeuger, die sowas auf die Flasche schreiben, auch die Vorschriften einhalten. Und das ist beispielsweise auch ein Verdienst von Ugel. Und Ugel ist ein relativ großer Betrieb für Elsass, weil die haben ja dort sehr viele kleine Winzer. Und hier der Betrieb, der ist über 30 Hektar groß. Und produzieren eine ordentliche Menge Wein und exportieren den natürlich auch in über 100 Länder der Erde. Über 100, ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und in vielen, vielen Ländern ist es der einzige elsässische Wein, der dort überhaupt zu haben ist. Und so ist das gelbe Etikett tatsächlich zu einem Synonym für elsässischen Wein im Ausland geworden. Habe ich mal gesehen in Luxemburg Tankstelle, in Sekt. Der war auch so gelb und der kam dann aus dem Elsass, ja. Wahrscheinlich. Also die machen jetzt keinen Sekt, ja. Nein, aber ich hab das schon öfter mal gesehen, das Gelbe. Okay, ja, das Gelbe. Veuve Clicquot ist ja bekannt für seine gelben Etiketten als Champagner. Gibt's schon einige. Ja, genau. der Champagner kommt natürlich nicht aus dem Elsass, ne? Das ist auch klar. Ja, also Chantilly ist eine tolle Cuvée, der hochelegant duftet, der aber auch wunderbar balanciert, den Gaumen streichelt und... du merkst schon, mir fließt schon der Speichel. Ich bekomme schon so richtig Appetit auf den ersten Schluck. Nur schon beim Eingießen. Ich weil auch. Er verströmt auch so ein bisschen jetzt schon, ohne dass wir das Glas geschwenkt haben. Das absolut Gemeine, Frank, ist, ich filme, ich habe beide Hände voll, ja. Und es ist selten so, dass ich einen Wein habe. Ach, riech doch einfach mal dran. Mach mal. Das ist... Oh. Ja, das ist ein wunderbares Bukett und das ist unglaublich vielschichtig. Also da kommen erstmal so florale Noten raus, da kommt Jasmin raus, da kommt aber auch gelbe Frucht, da sind wir bei Birnenfrüchten, da sind wir bei Mirabellen. Hinten dran so ein bisschen auch Litschi und eine gewisse Art von Erdigkeit ist da, aber das Ganze ist super charmant verpackt. Gelber Apfel kommt dann raus und auch so zarte Kräuternoten. Also es ist hoch
feinst verwoben, dieses Bukett. Und also es macht schon Riesenspaß, da nur dran zu riechen. Ne? Das ist einfach so animierend. Ich muss mich schon bremsen, nicht sofort das Glas an den Mund zu heben. Aber das machen wir jetzt ganz einfach. Das ist ein super saftiger, sehr milder, angenehmer, weicher, runder Wein, der mundfüllend erstmal ja, auch eine schöne Trinkigkeit hat. Man schluckt ihn auch gerne runter und der ist so stimmig und balanciert und man hat diese Saftigkeit auch am Gaumen. Es sind in erster Linie jetzt wiederum gelbe Früchte. Da kommt jetzt aber auch so ein bisschen Zitrus, ein bisschen Mandarinen dazu. Es ist so ein Touch Mango und Papaya dabei, ohne aber, dass der Wein süßlich wirkt, ja? Sondern der bleibt trocken, er bleibt salzig, er bleibt mineralisch. Er ist ein toller Essensbegleiter und ja, einfach Chantilly ist er. Warte, ich zeig's mal. Why do all the ladies go crazy for him? Because he is always the perfect. Ich habe es mal auf Deutsch ausgesprochen. Gentleman, ja. Das bedeutet. Gentilhomme ist er, ja. Krass, du hast mich selten so scharf gemacht auf so einen Wein, dass ich den mal probieren kann, wie dieser hier, weil der kommt ja auch so ein bisschen understatement-mäßig rüber. Weißt du, der sieht aus wie so eine Flasche aus den 70ern hier von der Mosel. Das ist, glaube ich, der Trick. Die Flaschenform auch nicht aus, aber ich sag mal auch hier der Aufdruck, der hätte auch schon damals so sein können. Also die sind auch jetzt seit Jahrzehnten unverändert, die Etiketten. Ja? Die, also die wollen Geld sparen. Das ist einfach Identität. Das ist ja Klassik, wenn man irgendwo hinguckt und sieht diese gelben Etiketten mit den drei Hügeln von Riquier. Also ja. Das Weingut sitzt in Riquier, eine super touristisch schöne Stadt mit mittelalterlichem Kern, Fachwerkhäusern und das ist so touristisch attraktiv. Da kommen morgens also busseweise die Touristen an und strömen durchs Dorf und dann typisch elsässische Souvenirgeschäfte sind da, aber auch eine ganz tolle Gastronomie. Und das liegt wo ungefähr? Ist das nähe Straßburg? Riquier, nördlich von Colmar. Von Colmar. Colmar liegt eher Richtung Schweiz oder von uns aus? Ja, natürlich. Colmar ist die Hauptstadt des Elsass. Es liegt so im südlichen Elsass. Ist übrigens die sonnenreichste Stadt Frankreichs, weil das Elsass ist ja eine langgezogene Kette von ein schmales Band von vielen, vielen Weinbergen. Ich kann dir sogar eine Karte zeigen, wenn du mich 3 Sekunden aus dem Bild lässt. Ja, komm, ich zeig mal den Wein so lange. Ja, du kannst dass wir das mal sehen, denn der Frank wäre nicht der Frank, wenn er für alles eine Karte hätte. Why do all the ladies go crazy for him? Das Schlimme ist, es ist bei uns ums Eck. Das heißt, das Saarland müsste eigentlich noch drauf. Nee, ist nicht. Das heißt, ja. Da ist Straßburg. Genau. Also im Norden ist Straßburg, im Süden ist Colmar und man hat hier die Vogesen, die schirmen das Weinbaugebiet oder das Rheintal ja super ab vor den Winden, die auch vom Westen kommen, die regenreichen Winde, das regnet sich alles über den Vogesen ab und deswegen ist Colmar tatsächlich die sonnenreichste Stadt Frankreichs. Ja, und Riquier liegt jetzt, ich kann es von hier oben nicht lesen, ist auch viel zu klein, aber etwa hier. Ja, vielleicht findest du es mit deinen Adleraugen. Es wird R-I-Q-U-E-W-I-H-R. Wie Reichenweier heißt es. Reichenweier. Das war ja mal deutsch, ich glaube vor dem Ersten Weltkrieg war das mal zeitlang deutsch. Also es ging immer ein bisschen hin und her, oder? Ja, also die Elsässer, ich habe heute Morgen noch in der Zeitung einen schönen Leserbrief geschrieben in der Frankfurter Allgemeinen. Da hat sich jemand beschwert darüber, dass so der Vergleich, die Russen haben die Krim annektiert und Elsass-Lothringen wurde im Prinzip von Frankreich vereinnahmt und hat sich beschwert, dass es als Musterbeispiel
für Integration dargestellt wird. Aber der hat sich halt darüber beschwert, dass die Franzosen ganz einfach die elsässische Kultur abschaffen, die elsässische Sprache abschaffen. Und ja, die haben eine eigene Identität. Die fühlen sich nicht wirklich wie Franzosen, auch nicht, ja, definitiv nicht wie Deutsche, aber wie Elsässer halt. Ja, das ist also ein eigener Schlag Menschen. Ich wohne da auch in Moselle und es ist so, ich glaube aber, die können gar nicht so viel dafür. Das ist heute die Medien und alles. Ja, natürlich. Das wird ja auch von der Regierung forciert. Also Deutsch als Sprache wurde ja abgeschafft. Es gibt auch im Lothringen keine deutschsprachige Zeitung mehr. Der Republikaner Lorraine, den gab es bis vor 10 Jahren auch noch in deutscher Ausgabe. Ja, aber wenn die Leute, also ich sehe das ja, die ganz Jungen gucken ja viel im Internet und so, da wird halt nur Französisch gesprochen. Ja, natürlich, klar. Die Kommunikation bei uns ist auch Französisch, das kann ich verstehen. Also irgendwann ist da auch mal Feierabend. Ja, ja, klar. Also aber es gibt auch Menschen, die das bedauern. Ja, nee, absolut, absolut. Also ich selbst bin ja Zeit meines Lebens in Luxemburg groß geworden und da hat man es dann geschafft. Also egal, wer kommt, ich sag mal, Unterrichtssprache ist Luxemburgisch, es sei denn, du hast was anderes gebucht, ja. Das ist so, aber hier im Elsass, ich war noch früher in den 70er, 80ern, du musst mal, so, ich bin Funkamateur und da gab es immer diesen diesen Berg da, Grand Ballon oder irgendwas heißt der. Aha. Und da sitzt ein Relais, das konntest du immer hören bei uns. Okay. Und da haben die dann elsässig geschwätzt. Und das ist so herrlich, das ist so ein Mix aus Deutsch und Französisch und die ganze Zeit. Ja, alemannischer Ursprung, also die Sprache von der Sprachhistorie, ist das die alemannische Sprache, die es auch im Süden Deutschlands gibt, die also Richtung Bodensee, aber auch im Norden der Schweiz gibt. Und das ist der alemannische Sprachstamm, während wir hier Moselfränkisch und Rheinfränkisch reden. Sehr schön. Ja, hier steht's, also Colmar, in der Nähe von Colmar sind wir. Auf der anderen Seite von Colmar, was liegt da? Also wir haben hier den Rhein und dann haben wir hier die badischen Weinbaugebiete. So Baden-Baden und so? Genau. Okay, verstanden. Ja, komm, wir kommen langsam mal zum Ende, denn alle Leute werden sich jetzt fragen, wenn es Wein des Monats ist, ja, der so gut schmeckt, ein Gentleman ist, ja. Und wir sind ja dafür bekannt, dass wir immer Weine raussuchen, die viel besser schmecken, als sie kosten, ja? So ist es, was kostet er denn? Also der kostet normalerweise auch schon fantastisch wenig für das, was er bietet. Er kostet normalerweise 9,95, aber als Wein des Monats bieten wir ihn zu sensationellen 7,95 an. 7,95 Euro Mindestabnahme, eine Flasche? Ja. Eine Flasche, also so sieht's aus. Ja, du hast ja jetzt immer mehr auch saarländische Kunden, die zu dir nach Völklingen kommen. Ja, du bist ja eigentlich ein überregionaler Versand. Machst wahrscheinlich den meisten Absatz über den Versand oder ist es halbe-halbe? Wie ist das? Nee, wir sind sehr gut etabliert hier im Saarland, haben eine hohe Dichte an Stammkunden, die immer wieder kommen. Aber wir versenden auch mehr und mehr und mehr im Online-Geschäft und das macht mittlerweile fast 50% des Geschäfts aus. So ist das, ja. Hast du einen Katalog da, zufällig, dass wir da mal kurz drauf eingehen? Ja, ausgedruckt. Hier keinen, dann müsste ich gerade nochmal hin. Ist nicht so schlimm. Du hast was geändert. Du hast eine Webseite, die heißt masterwein.de. Dort gibt es einen tagesaktuellen PDF-Katalog. Exakt. Den kann ich mir runterholen. Der sieht aus wie gedruckt. Also keine Ahnung, wie viel Geld du da reingesteckt hast, damit er so aussieht. Aber man kann auf Knopfdruck einen hochaktuellen Katalog mit Bildern, Beschreibungen, allem drum und dran, kann man einfach ausdrucken. Ja, das haben sich unsere Kunden so gewünscht. Die haben gesagt, ich möchte keinen gedruckten Katalog haben. Wenn man ehrlich ist, macht das ja auch Sinn, weil der Katalog, wenn er gedruckt ist, dann hat man schon wieder so viel Änderungen mit Jahrgängen und unter Umständen auch mit Preisen. Und dann ist er schon, sobald er aus der Druckerei kommt, schon wieder überholt. Und so hat man wirklich tagesaktuell einen PDF-Katalog, mit dem kann man am Tablet oder auf dem Handy auch blättern und gucken. Der Wein des Monats 2021 April ist ein echter Elsässer, ein Cuvée von Hügel. Es ist tatsächlich ein Gentil Hügel. Habe ich das gut gesagt? Ja, Gentil von Familie Hügel. Genau, von der Familie Hügel. Vielen Dank, Frank. Und wenn Sie Lust haben, gehen Sie auf die Seite von Masterwein, tun Sie es so wie der Frank und lieben Sie den Wein. Denn was hast du an der Tür stehen? Was steht da drauf? Da vorne ist ein Schild. Wein ist der Beweis, dass Gott uns liebt. Wein ist der Beweis, dass Gott uns liebt. Danke. Tschüss.